Matrizenmultiplikation an. Ich werde euch zeigen, wie wir zwei Matrizen zu einer Matrix zusammenfassen können. So, wie gehen wir vor? Wir haben jetzt hier eine erste Matrix und eine zweite Matrix, die wollen wir multiplizieren. Und dann schauen wir uns das Ergebnis immer komponentenweise an. Also für den ersten Eintrag schauen wir uns hier die erste Zeile an und hier die erste Spalte. Jetzt ist die Idee, dass ich hier diese erste Spalte auf diese erste Zeile hier drauf lege. Ja? Und es geht folgendermaßen, ich nehme hier die 1 von dieser Spalte und multipliziere sie mit dieser 1 hier. Dann nehmen wir hier 1 und dann diese 0 mit dieser 2 multipliziert, gibt 0. Dann werden diese beiden addiert, 1 plus 0. Jetzt gehen wir so weiter. Wir schauen uns immer noch diese erste Spalte hier an und legen sie jetzt hier auf die zweite Zeile. Und das gibt uns dann diesen Eintrag hier. Also wir machen es genau gleich wie vorher. Wir nehmen diese Zeile, diese Spalte, legen sie auf diese Zeile. Dann haben wir hier 1 mal 3, gibt dann 3, plus 0 mal 0, gibt wieder 0. So, und jetzt schauen wir uns die nächste Zeile an. Da schauen wir uns auch hier die nächste Zeile an. Ja. Und nehmen diese Zeile und legen sie wieder hier auf die erste Zeile. Auf die erste Spalte, die zweite Spalte legen Sie hier auf die erste Zeile. Dann haben wir hier die 3, die multiplizieren wir mit der 1. Dann haben wir hier 3. Und die 2, die multiplizieren wir hier mit der 2 und mit hier 4. Und jetzt für den letzten Eintrag nehmen wir hier wieder die zweite Spalte und legen sie hier auf die zweite Zeile. Dann nehmen wir 3 mal 3, das sind 9, plus 2 mal 0 gibt 0. Also wenn wir das zusammenfassen, haben wir 1, 3, 7 und 9. Das heißt, wir haben jetzt diese zwei Matrizen hier als Multiplikation aufgefasst, in eine zusammengefasst. Oder hier dann als Endergebnis. Und wichtig zu bemerken ist, wir haben nicht einfach die einzelnen Einträge multipliziert. Nein, wir haben wirklich die Spalten auf die Zeilen gelegt. Das müsst ihr euch merken. Das können wir jetzt auch hier bei ein bisschen komplizierterem Beispiel, wenn wir das durchführen. Jetzt seht ihr hier, es ist eine 2×2-Matrix, aber hier haben wir eine 2×3-Matrix. Aber es geht genau gleich. Schauen wir uns das an. Wir nehmen hier wieder die erste Zeile, legen sie auf die erste Spalte, legen sie auf die erste Zeile. Dann geben wir 1 mal 1 ist 1. Dann legen wir hier die erste Spalte auf die zweite Zeile, kriegen wir 3. Und so fahren wir fort. Wir nehmen die zweite Spalte, legen sie auf die erste Zeile, kriegen wir 3 mal 1 plus 2 mal 2 ist 4. Und die zweite Spalte auf die erste Zeile gelegt ist 3 mal 3 plus 2 mal 0 ist 0. Jetzt mit der letzten Spalte hier machen wir das genau das gleiche. Legen Sie hier drauf und kriegen wir 0 mal 1 plus 1 mal 2. Kriegen wir 2. Hier diese Spalte auf diese Zeile gelegt gibt 0 mal 3 plus 1 mal 0. Gibt 0. Also schreiben wir das nochmal ganz ordentlich auf. 1, 3, da kriegen wir 7. 3, 2 und 0. Und jetzt haben wir dann einen kleinen Rechenfehler gemacht, nämlich wenn wir hier diese Spalte mit dieser Zeile multiplizieren, kriegen wir nicht 3, sondern wir kriegen 9. Aber das haben wir gleich gemerkt, weil da kommt genau das gleiche raus wie hier oben. Die ersten zwei Spalten hier und hier sind wir auch gleich. Jetzt schauen wir uns noch ein drittes und letztes Beispiel an. Jetzt müssen wir schauen, das ist genau diese Matrix steht jetzt hier und diese Matrix steht hier. Und wir kennen das für zwei Zahlen, das ist einfach 3 mal 2 zum Beispiel ist 2 mal 3. Das heißt, die Zahlen, die kommutieren, ich kann sie in der Reihenfolge schreiben, wie ich das gerade will. Bei Matrizen ist das jetzt nicht so, das werden wir jetzt an dem Beispiel sehen. Wir machen die Multiplikation, so wie wir das gerade gelernt haben.
diese Spalte legen wir auf diese Zeile, dann haben wir 1 plus 3 mal 3 ist 9. Dann legen wir diese Spalte auf diese Zeile, dann kriegen wir 1 mal 0 plus 2 mal 3 ist 6. Und dann legen wir diese Spalte auf diese Zeile, dann kriegen wir 2 plus 0 mal 3 ist 0. Und hier diese Spalte auf diese Zeile, kriegen wir 2 mal 0 plus 0 mal 2 ist 0. Also 10, 6, 2, 0. Und jetzt sehen wir, dass diese zwei Matrizen, das sind nicht die gleichen. Das heißt, für eine Matrixmultiplikation ist es tatsächlich wichtig, in welcher Reihenfolge diese zwei Matrizen stehen. Das heißt, Matrixmultiplikation ist nicht kommutativ. Das eine, was wir merken sollten, das andere ist, dass wir die Matrixmultiplikation nicht durchführen, indem wir die einzelnen Einträge multiplizieren, sondern indem wir die Spalten auf die Zeilen legen.